Vergiss die Süße und Dette Milana, mit der du zusammen warst. Ich werde nie wieder ein solches Mädchen sein. Ich werde ein hartes Mädchen sein. Sie ist jetzt ein hartes Mädchen, Camille. Oh mein Gott. Die kleinen Crushes sind verrückt geworden. Warum haben sie ihr Aussehen verändert? Ich weiß es nicht, aber das sieht sehr mutig aus. Okay, Leute, wir haben heute einen Test. Ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet. Also, viel Glück, Leute. Hallo, Lehrer Max. Hallo, Mädels. Heute ist ein Test, vergesst das nicht. Oh, Lehrer Max. Puzzle, was ist los? Ich wollte mich dafür bedanken, dass ich in das Team mit den coolen Jungs gesteckt wurde, okay? Puzzle, ist okay jetzt. Wenn du dich schlecht benimmst, dann wirst du eh wieder ins andere Team gesteckt. Lehrer Max, mach dir keine Sorgen, alles wird top sein. Also Puzzle, du schleimst dich also bei Lehrer Max ein, damit er dich bei dem Test nicht durchfallen lässt? Nein, natürlich nicht. Der Test ist kein Problem für mich. Wenn ihr wollt, kann ich euch dabei helfen. Wie soll ich das verstehen? Hast du jetzt etwa für den Test gelernt, oder was? Puzzle ist ein Streber. Nein, bin ich nicht, aber ich habe eine Idee. Ich werde den neuen Typen dazu bringen, uns zu helfen. Er wird den Test für uns schreiben, okay? Ich hoffe, dass du so unserem Team ein wenig helfen wirst. Keine Panik, Kumpels. Alles wird top werden. Leute, habt ihr das schon gehört? Puzzle hat das Team verlassen und Lehrer Max hat ihn zu Camille geschickt. Das macht mich so wütend. Ich wollte, dass er immer in diesem Team bleibt. Ja, jetzt läuft er rum und denkt, er wäre wieder ein Cooler. Hey Leute, kann ich vielleicht mal meinen Schläger zum Einsatz bringen? Warte, Alter, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Er ist jetzt im coolen Team, damit könnten wir Probleme bekommen. Wir warten, bis er alleine ist und dann reden wir mit ihm. Gute Idee. Wir stellen ihm eine Falle und dann gibt's eine Abreibung. Hey, Bubble, lass dich nicht ablenken. Wenn du verlierst, fängst du wieder an zu jammern. Hey, Puzzle. Was willst du? Ich will gar nichts. Mein Schläger will Bekanntschaft mit dir machen, aber die Jungs lassen mich nicht. Heiliger Strohsack, wer sind die denn? Gesehen? Oh mein Gott. Die kleinen Crushes sind verrückt geworden. Warum haben sie ihr Aussehen verändert? Ich weiß es nicht, aber das sieht sehr mutig aus. Mädels, darf ich fragen, was es mit diesem Outfit auf sich hat? Hey, Langbein, das ist kein Maskenball. Ihr habt es mit ein paar coolen Mädchen zu tun. Hält also eure Worte, bevor ihr euren kleinen Mund aufmacht. Fresh, was sagst du dazu, dass ich so frech und hart bin? Ich glaube nicht, dass du so frech bist. Das bin ich. Du kennst mich nicht gut. In meinem Herzen bin ich ein freches Mädchen. Camille, verstehst du, was hier los ist? Kumpel, ich bin schockiert. Meine Schwester, meine Freundin, sie wurden einfach frech oder so. Mädels, wenn ihr euch von jemandem schlecht behandelt fühlt, könnt ihr zu mir kommen. Wir können auf uns selbst aufpassen. Hört gut zu und denkt daran, wenn uns noch einmal jemand klein nennt, wird diese Person in große Schwierigkeiten geraten und wird Schläge kassieren. Vergiss die Süße und Dette Milana, mit der du zusammen warst. Ich werde nie wieder ein solches Mädchen sein. Ich werde ein hartes Mädchen sein. Sie ist jetzt ein hartes Mädchen, Camille. Puzzle, halt den Mund. Wir brauchen deine Ratschläge nicht. Sonst bist du der Erste, der Schläge kassiert. Na gut, ich rede nicht mehr. Warte, was soll das? Ich will nicht, dass du frech bist. Ich will, dass du die normale Milana bist, die ich liebe, okay? Gewöhn dich dran, Bruder. Große Veränderungen auf dem Campus. Okay, Mädels, lasst uns gehen. Bruder? Schau, hast du mich doch nie genannt. Ich werde unseren Eltern sagen, wie du dich hier verhältst, okay? Heiliger Strohsack, die sind echt dreist. Sag es ihnen, das ist mir egal. Man kann mich nicht auf diese Weise aufhalten.
das nicht glauben. Gestern waren sie noch normal. Was ist mit denen passiert? Macht nichts. Wenn sie will, dann kommt sie wieder zu dir. Und wenn sie nicht will, dann kommst du mit Mandy zusammen. Ich will aber nichts von Mandy. Mach dir keine Sorgen, Bruder. Sie ist halt so. Erst ist sie gefühlvoll und dann fängt sie an, Theater zu machen. Wie auch immer, mach Schluss mit ihr. Du wirst ein neues Mädchen finden. Ein besseres als dieses unhöfliche Mädchen. Schaut mal. Ich bin ein schnurrbarttragender Basketballspieler. Dieser Witz ist alt und überhaupt nicht lustig. Für mich war er lustig und für alle anderen auch. Oder Mädels, stimmt's? Ja, sehr witzig. Alter, du bist so witzig. Durch dich fühle ich mich für den Rest des Tages besser. Ja, ich kann dafür sorgen, dass sich die Leute besser fühlen. Dance, entspann dich. Spiel dich hier nicht auf. Es macht Spaß. Living fast, over limit on the freeway, hope no cops pass. Had to dip off for... Mädels, schaut mal! Seid ihr Mädchen wirklich so drauf? Hey, Dance, du nervst! Wenn es dich nicht amüsiert, dann verschwinde einfach von hier, okay? Steht auf und verschwindet! Warum starrt ihr so? Bewegt euren Arsch und verschwindet von hier! Ihr hättet nett fragen können. Vielleicht habt ihr schon einmal den Spruch, wer zuerst kommt, malt zuerst gehört. Oder weggegangen, Platz vergangen. Wow, Schatz, das ist ein guter Spruch. Leute, die frechen Mädchen sind hier. Lasst uns von hier verschwinden, bevor sie uns erwischen. Okay, Hühner, steht auf und lauft. Solange wir euch nett bitten. Geht an einen anderen Tisch, das sind unsere Plätze. Wie beweist ihr, dass die Plätze euch gehören? Ja. Ich klebe ständig Kaugummis unter den Tisch. Es gibt dort eine Menge davon. Ihr könnt nachsehen. Aber Kaugummi unter den Tisch zu kleben ist nicht erlaubt. Wir werden es Lehrer Max sagen müssen. Und er wird euch zwingen, alles zu säubern. Geht doch und erzählt es, Verräter. Aber wir müssen das sagen. Okay, jetzt erheben wir uns von unseren Sitzen. Sie lassen uns nicht sitzen, unhöfliche Mädchen. Wollt ihr einen Witz hören? Nein! Mädels, wir haben es geschafft. Sie haben wirklich Angst vor uns? Ja, es war nur notwendig, unser Aussehen zu ändern und ein bisschen unhöflich zu werden. Und alle begannen auf einmal, sich vor uns zu hüten. Das war's. So werden wir uns immer verhalten. Nein, Steph, ich dachte, wir hätten gesagt, das würde nicht ewig anhalten. Mädchen, unser Motto 3, 4... Wir sind freche Mädchen! Hallo, Mama? Ja, alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin kein kleiner Junge mehr. Ich bin ein Teenager. Ja, Mama, ich hab schon gegessen. Fresh, schau. Ich trage auch eine Weste und eine Brille. Genau wie du. Ich finde es cool, wenn ein Mann und ein Mädchen die gleichen Sachen tragen. Aber jetzt merke ich, dass ich alles schwarz hätte kaufen müssen, um mutig auszusehen. Aber unhöflich sein ist schlecht. Nicht schlecht. Du verstehst gar nichts. Ich mag unhöfliche Mädchen nicht. Genug. Hör auf zu reden. Lies dein Buch weiter. Okay, bis dann. Küsschen. Na, Alter? Hast du dich wieder bei Mama gemeldet? Was? Sie hat bei mir angerufen. Ich bin ein großer Junge. Ich bin ein Teenager. Verstehst du? Hey, Babel, hast du deinen Brei gegessen? Ja, Mami, ich hab meinen Brei gegessen. Und ich esse gleich noch mein Erbsenpüree. Loser. Bist du verrückt oder was? Nur weil ich deine Mutter nie anruft oder was? Was hast du gegen meine Mutter? Du hast doch irgendwas gegen mich oder was? Leute, der Test fällt heute aus. Ich schlag vor, dass wir im Café abhängen. Juhu, ich gehe ins Café. Sprich nie wieder in meiner Gegenwart über meine Mutter. Und du nicht über meine. Hey, wartet auf mich. Mann, ich habe so viel für den Test gelernt. Bruder, mach dir keine Sorgen. Du wirst einfach ein neues Mädchen finden und mit dir zusammen sein. Camille, soll ich dir vielleicht helfen, eine neue Freundin zu finden? Ich brauche keine neue. Ich mag Milana, okay?
Leute, schreibt in die Kommentare, ob Camille eine neue Freundin finden soll. Like das Video, abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden. Und an alle, auf Wiedersehen!